Was ist auf dem Poster drauf? Da kamen wir aus der Wüste und suchten nach Wasser. Das hier ist Anna Q. Nielsen. Warte mal, so kann ich das nicht sehen. Hier, Irving Cummings. Der hat den entzückenden General Andranik gespielt. Und das bin ich, Aurora. Ich wurde ein richtiger Star in Hollywood. Da war ich erst 17. Aber ich war gar keine Schauspielerin. Das in dem Film war nicht gespielt. Es war meine eigene Geschichte. Über Wasser. Gut so. Ich hab's geschafft. Super. Jetzt schwimmst du gut. Ja, ich kann schwimmen. Arusiak, warte! Komm, schmeiß mich ein. Wo wart ihr denn? Ihr seid spät. Schnell, zieht euch um. Wir kommen gleich. Wir waren 8 Geschwister. Der jüngste war Hoffmann. Dann kamen Sarah, Arusiak und Martiros. Schaut her. Ich war 14. Pokros und Lucine etwas älter. Lächeln. 1, 2, 3. Mein ältester Bruder war Vahan, aber er lebte schon seit 10 Jahren in Amerika. Wenn dein Vater singt, hat er Frieden im Herzen, mein Kind. Bruder, deine Stimme soll ewig klingen. Mein Vater stellte Seide her und er hatte herausgefunden, wie man die Kokons einfärben konnte. Eigentlich waren sie weiß. Ich werde sie nie vergessen. Diese Kokons in lila, grün, blau, gold. So schön. Vater, es geht! Man muss es nur versuchen, dann wird es schon klappen. Schau, die Farbe der Sonne. Ja, mein Mädchen. Stimmt. Wir Kinder waren glücklich. Unsere Familie verbrachte immer viel Zeit miteinander. Am schönsten fanden wir es, wenn wir in unserem Garten kleine Theaterstücke aufführten. Unser Lieblingsstück war Die drei kleinen Geißlein. Sogar unsere Mutter machte dabei mit.
Dann, eines Abends, bekamen wir überraschenden Besuch. Guten Abend, Kerakos. Guten Abend. Komm rein. Es war einer unserer Schäfer, ein Kurde. Und er hatte eine Warnung für uns. Der Krieg kommt näher. Und ich habe gehört, dass es für Armenier gefährlich wird. Er wusste, dass in Konstantinopel schon Armenier deportiert worden waren. Und er fürchtete, dass dies den Armeniern hier auch bevorstehen könnte. Uns. Er drängte darauf, dass wir uns in den Bergen verstecken. Ich gehe nicht fort. Mein Vater wollte nicht. Er sagte, wenn ich jetzt abhaue, bin ich ein Feigling. Wenn ich schon sterben muss, dann hier zu Hause. Er hatte Angst, dass die Türken die anderen Armenier dafür abstrafen würden. Und was sollte er später sagen, wenn ihn Leute fragten, wo er war, als all das passierte? Also entschied er zu bleiben. Macht schon los. Und dann waren die Soldaten da. Nur ein paar Tage später. Sie holten meinen Vater und meinen Bruder Pokros. Wir wussten, dass schon vor vielen Monaten ein großer Krieg ausgebrochen war. Die Türken hatten sich mit Deutschland verbündet. Man sagte uns, die armenischen Männer sollten zum Militär. Aber es war eine Lüge. Mein Vater, mein Bruder, all die anderen Männer, sie kamen nie wieder. Raus hier! Sofort! Die Frauen konnten nichts machen. Sie kamen in unsere Häuser und haben sich alles gegriffen, was sie sehen konnten. Sogar Messer und Gabeln. Sie wollten, dass wir nichts haben, um uns zu verteidigen. Polizisten trieben alle raus aus der Stadt. Sie gaben vor, sie wollten uns in Sicherheit bringen. Zu Fuß liefen wir los. Wir hatten keine Ahnung, wohin. Wer nicht mehr konnte, wurde einfach in der Hitze liegen gelassen und würde verdursten. Unterwegs trafen wir immer mehr armenische Frauen und Kinder, die verschleppt worden waren. Überall im Land passierte gerade das Gleiche.
Über Wochen ging das so. Immer weiter. Immer weiter. Komplett erschöpft und durstig erreichten wir endlich den Euphrat. Magdidos! Stopp! Nicht dahin! Als wir zum Fluss kamen, sahen wir, dass er voller Leichen war. Man sah Arme oder auch Hände, die ans Ufer gespült worden waren. Als wir den Fluss überquerten, rissen die Soldaten den Müttern die Kinder aus den Armen. Auch meine Geschwister, Sarah, Hofnan, Martiros und Arusiak. Jeden Abend tranken die Soldaten. Und dann vergriffen sie sich an den Mädchen. Wir konnten nur beten, dass wir nicht die Nächsten sein würden. Dann holten sie meine Schwester Lucine. Es brachte sie um. Sie starb in den Armen meiner Mutter. In nur 2 Monaten hatten wir unsere gesamte Familie verloren. Meine Mutter und ich. Sie kommen! Schnell! Versteckt die Mädchen! Es waren kurdische Banditen. Schnell versuchte Mutter, mich hässlich zu machen. Alle wussten, dass sie die Mädchen wollten, um sie zu verkaufen. Der Dreck hielt sie nicht ab. Meine Mutter war hilflos. Im Lager waren schon viele andere Mädchen. Alle waren zu verkaufen. Bald schon kam ein Käufer.
Alle Mädchen in eine Reihe. Komm hierher. Gut, oder? Bestens. Er wollte mich. Keine Ahnung, warum er mich das Pferd reiten ließ. Vielleicht dachte er, ich hätte schon abgeschlossen mit der Welt. Mir sei alles egal. Doch so war es nicht. Ich war frei, aber verzweifelt. Denn sie hatten ja noch meine Mutter. Ich musste sie finden. Dann fand ich sie. Asha Lewis? Bist du das? Nicht anhalten. Weiter. Meine Tanten. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie mich gefunden hatten. Ich zog mit ihnen weiter. Irgendwohin. Es waren so viele Armenierinnen. Sie kamen von überall her. Wie viele? Tausende, vielleicht 5000, aus den unterschiedlichsten Orten. Alle waren aus der Heimat verschleppt worden. Noch bevor wir irgendwo ankamen, lagen überall Leichen im Sand. Die waren schwarz wie Kohle. Es war schrecklich. Heiß, brennend, rotglühend. Ab und zu bekamen wir andere Wächter. Zwei davon waren Polizisten, die meine Tanten kannten. Wartet! Kommt her! Vom Weg runter! Weiter! Warten! Ihr Atom, das Symbol,
Sie sagten, wir befreien euch und bringen euch zurück nach Chemisch-Katsak. Aber ihr müsst uns 200 englische Goldstücke zahlen. Geld her und wir lassen euch frei. Ganz einfach. Wir wissen, dass ihr reich seid. Ihr habt doch irgendwo Geld versteckt. Wir haben nichts. Es ist nichts übrig. Wir mussten alles fortgeben. Ich hab noch 2 Lira. Nimm sie. Mach sie fertig. Wart mal. Die können wir mitnehmen. Es war, als hätte Gott Fäden an Suren angebracht. Er sprang und wand sich, um den Kugeln auszuweichen. Auf Türkisch bettelte er sie an: Bitte, bitte, erschießt mich nicht. Ich werde konvertieren und Mohammed folgen. Diese Worte habe ich noch heute in meinem Ohr. Ich werde dem Islam folgen und Allah dienen. Schweinehund. Mein 2-jähriger Cousin Ran klammerte sich am Körper seiner Mutter fest. Ich griff ihn schnell, um ihn vor den Kugeln zu schützen. Bitte, sagte ich, tötet den Kleinen nicht. Bringt mich hin, wo ihr wollt. Ich nehme ihn mit. Sie ließen mich leben, weil sie mich verkaufen wollten. Aber so konnte ich wenigstens Rand retten. Wie lange ich ihn schützen konnte, wusste ich nicht. Doch er lebte. Das gab mir ein Gefühl von Stärke. Rand hatte sein Hemd schmutzig gemacht, also ging ich es waschen am Fluss nebenan. Ich habe es auf einen Stein geschlagen, um den Dreck rauszukriegen. Da hörte ich ein Geräusch. Was konnte das sein? Es war irgendwie lustig. Meine Tante hatte 2 Goldlira in den Saum seiner Kleidung eingenäht. An einem der Abende machten sie mit uns bei einem Militärlager Halt. Da waren auch deutsche Soldaten. Die sollten helfen, die osmanische Armee auszubilden. Da, nimm das! Wie wär's damit? Hier, weiter! Jetzt pass auf! Scheiße! Und bitte! Nimm das! Und fertig. Das wird gut. Du da. Mädchen, komm her. Ich spreche mit dir. Steh auf, komm her. Jetzt mach schon. Los. Weg da. Mach Platz. Setz dich. Hier. Trink das. Das ist Whisky. Trink.
Einer der Soldaten fiel mir auf. Er schien ein bisschen Mitleid mit uns zu haben. Es war einen Versuch wert. Ich bot ihm die 2 Lire an, die ich gefunden hatte, wenn er uns helfen würde. Er sagte, wir müssten sofort fliehen, wenn es ruhig wird. Er würde keinen Alarm schlagen und einfach sagen, er sei eingeschlafen. So hätten wir eine ganze Nacht Vorsprung. Wir waren tatsächlich frei. Aber was jetzt? Wir hatten weder Wasser noch etwas zu essen. Rand wurde jeden Tag schwächer und hörte gar nicht mehr auf zu weinen. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Aber ich machte mir solche Sorgen um Chand. Wir waren bei einem kurdischen Ehepaar gelandet und sie nahmen uns mit offenen Armen auf. Wir hatten ein solches Glück. Sie kümmerten sich um uns, als wären wir ihre eigenen Kinder. Sechs Monate lang war ich durch die Hölle gegangen. Zum ersten Mal fühlte es sich wieder ein bisschen so an, als hätte ich ein Zuhause. Hier waren wir in Sicherheit. Viele Monate lang. Die Russen haben Erzurum eingenommen. Im Frühling kam ein türkischer Soldat an unserem Haus vorbei. Er erzählte, dass die Russen im Winter überraschend Erzurum eingenommen hatten. Es war ein riesiger Verlust für die osmanische Armee. Tausende Soldaten waren in Gefangenschaft. Er selber konnte entkommen. Erzurum und die Armenier dort waren also frei. Ich konnte nicht länger bleiben. Ich musste hin. Allerdings war es gefährlich, Chand mitzunehmen. Die alte Frau sagte immer, was für ein süßes Kind. Ich wünschte, es wäre meines. Vielleicht könnte ich ihn ja adoptieren. Sie bat mich inständig, ihn bei ihr zu lassen. Es war schwer für mich, aber es war das Beste für ihn. Hier war er sicher. Schwester! So machte ich mich auf den Weg nach Erzurum. Am Abend kam ich an ein Kloster. Hier waren schon andere Flüchtlinge untergekommen. Ich beschloss, auch zu bleiben. Hallo.
Noch in derselben Nacht wurden wir überfallen. Die Mönche versuchten uns zu verstecken und zu schützen. Aber die Banditen schreckten vor nichts zurück. Sie nahmen alles auseinander, bis sie uns gefunden hatten. Sie verschonten nur die jungen Mädchen, die sie für sich haben wollten. Ich vergesse das nie, wie sie meine Haare hochbunden und mordeten. Ich sagte, bitte verschont sie. Nein, früher oder später sterbt ihr alle. Kein einziger Armenier wird überleben. Wir bringen euch alle um, ihr Hunde, ihr Ungläubigen. Sie haben uns beschimpft und geschlagen mit einer Pferdepeitsche. Solche Schmerzen. Und so wollten sie uns fertig machen. Sie brachten mich und die anderen Mädchen in die Stadt Musch. Da wollten sie uns verkaufen. Unter den Käufern war ein reicher Gouverneur aus meiner Heimatprovinz, der mich auch erkannte. Ein Mädchen aus einer angesehenen Familie. Gutes Geschäft. Ich wurde Teil seines Harems. Bekomme ich mein Kind. Ich hoffe, dass Allah dir einen Jungen schenken möge. Sei stark. Atme. Gleich, es kommt. Pressen. Pressen.
Ich traf eine Entscheidung. Hier durfte mein Weg nicht enden. Der Harem lag in der Nähe meines Heimatortes und ich kannte die Straßen und den Weg nach Chemisch-Kazak. Ich lief nur in der Nacht. Oft habe ich mich in Höhlen versteckt. Es war mir egal, wenn da Löwen oder Wölfe gewesen wären. Besser die kriegen mich als die Türken. Schließlich war ich entkommen, oder? Vor über einem Jahr war meine Familie deportiert worden. Wenn ich daran dachte, dass alle Armenier in dieser Gegend ermordet oder verschleppt worden waren, wurde mir übel. Es war gefährlich, in den Ort zu gehen. Aber ich musste zu unserem Haus. Ich wusste, mein Vater hatte da eine Pistole versteckt. Niemand würde mich jemals wieder lebendig kriegen. Ich konnte mich daran erinnern, dass eine Pistole und Munition in einem Vogelnest versteckt waren. Ich steckte meine Hand rein und fühlte, dass da etwas Kaltes, Festes war. Wie kindisch. Ich meinte, im Nest wäre eine Schlange. Dann dachte ich, auch egal, sie beißt mich und ich sterbe. Das war's dann. Ich schob meine Hand immer weiter rein. Die Munition war eingepackt und die Pistole lag davor. Deswegen fühlte es sich so kalt an. Ich zog sie raus und war so wahnsinnig froh, unbeschreiblich. Dann stieg ich runter und versteckte sie gleich in meinem Kleid. So würde niemand etwas bemerken. Die Fotos. Sie waren jetzt alles, was mir von meiner Familie geblieben war. Und mein Bruder, Vahan. Er war in Amerika. Aber er lebte. Ich vermisste ihn so sehr. Ob er wusste, was mit uns passiert war? Hey, ruhig. Nicht wegrennen. Langsam. Ich erstarrte. Doch dann erkannte ich die Stimme. Kann ich dir helfen? Er war es wirklich. Der alte Schäfer, der meine Familie gewarnt hatte. Ach, Shalouis. Wie froh ich war, ihn zu sehen. Er hatte eine unglaubliche Neuigkeit für mich.
Mein Onkel Khazar war am Leben. Er hatte sich mit einer kleinen Gruppe anderer Armenier in den Bergen versteckt. Die Kurden in der Region Dersim waren Aleviten. Sie hatten immer ein gutes Verhältnis zu den Armeniern gehabt. Nun hatten sie Flüchtlinge aufgenommen, die im Gegenzug auf ihren Feldern schufteten. Ich fand meinen Onkel, aber es war viel passiert. Es ging ihm gar nicht gut. Sein Gesicht war ganz gelb. Er hatte eine Krankheit, die nannte sich Malaria. Mein Onkel brauchte sehr lange, um sich zu erholen. Ich kümmerte mich um ihn und arbeitete auf dem Feld, damit die Kurden uns bleiben ließen. Mein Onkel war auf Geschäftsreise gewesen, als die Massaker begannen. Als er nach Hause kam, war seine Familie fort. Die Kurden versteckten ihn. Aber da er so krank wurde und keine Waffe besaß, konnte er bisher weder nach seiner Familie suchen, noch sich dem armenischen Widerstand anschließen. Mein Onkel war amerikanischer Staatsbürger. Er war 1913 in seine Heimat zurückgekehrt, weil er hier eine Familie gründen wollte. Oft erzählte er mir von Amerika, wie groß und wie wunderbar es war und wie sicher. Dort war mein Bruder. Ich wünschte mir, so zu ihm zu können. Es ist Vaters. Wenige Tage später brachen wir auf. Nach Erzurum, in die Freiheit. Im Wald trafen wir auf die Fedayi, armenische Zivilisten wie wir, die überlebt hatten. Sie hatten sich bewaffnet und zusammengetan, um für unsere Freiheit zu kämpfen. Wir haben Waffen, aber nicht genug Kämpfer. Geh mit den anderen nach Erzurum. Ich muss hier bleiben. Asche Louis, da wirst du sicher sein. Ich wünsche dir Glück, mein Mädchen. Sehr vorsichtig, Onkel. Los, Leute. Nicht rumstehen. Wir kamen in die Region um Erzurum, das schon vor einem Jahr von der russischen Kaukasusfront und Truppen armenischer Freiwilliger eingenommen worden war.
Jetzt gab es hier neben armenischen Kämpfern auch ausländische Missionare, die sich um Geflüchtete und Überlebende kümmerten. Ich meldete mich freiwillig bei einem Professor, um jungen Frauen zu helfen, die er aus der Sklaverei freigekauft hatte. Kannst du mir deinen armenischen Namen sagen? Sugarcut. Professor Lulajan erzählte mir, dass die Mädchen vergewaltigt oder zu Ehen mit Türken gezwungen worden waren. Ich sollte helfen, dass sie wieder Armenierinnen werden. Sie sollten ihre armenischen Namen erinnern und wenn sie das nicht konnten, sollten wir ihnen neue geben. Er gab mir Stift und Papier und ich sollte ihre Namen aufschreiben, wo sie her waren und was ihnen passiert war. Die ganzen Geschichten. Alle diese Mädchen waren Sklavinnen türkischer oder kurdischer Männer gewesen. Mehr als 2 Jahre lang. Nun sollten sie einen Weg zurück ins Leben finden. Guten Morgen, Asha Louis. Hallo, Professor. Du hast einen Brief bekommen. Danke. Endlich. Nachricht von meinem Onkel. Er schrieb mir, dass ich nach New York reisen würde. Amerikanische Missionare sollten mir Reisedokumente ausstellen. In Tiflis sollten mir armenische Militärführer helfen, aus dem Land zu kommen. Und dann General Andranik. Sie haben General Andranik getroffen? Ja. In Tiflis? Ja. General Andranik hat höchstpersönlich angeordnet, mich nach Amerika zu schicken, damit ich dort meine Geschichte erzähle und die Welt erfährt, was uns Armeniern passiert ist. Jeder Armenier kannte General Andranik und ich durfte ihn treffen. Er war eine Legende. Er führte unsere nationale Befreiungsbewegung an und die Türken fürchteten ihn. General Andranik befahl, mich nach Petrograd zu schicken. Da sollte ich dann auf ein Schiff steigen, nach Amerika. Er hatte einen Auftrag für mich. Ich sollte der Welt erzählen, was unserem Volk geschah. Petrograd befand sich gerade inmitten einer Revolution, als ich dort ankam. Es gab Krieg gegen den Zaren. Die Bolschewiken wollten seine Herrschaft stürzen. Als hätte ich von sowas nicht schon genug gehabt. Nun auch noch das, oder? Dann kam schließlich ein Mann, der mir sagte, man würde mich nach Norwegen bringen. Dort sollte ich dann auf mein Schiff nach Amerika steigen. Nun war es soweit. Ich brach wirklich auf nach Amerika. Dort würde ich sicher sein und ich würde meinen Bruder Vahan wiedersehen. Mein Herz raste, als ich die Freiheitsstatue sah. Ellis Island zu betreten bedeutete Freiheit. Für mich und all die anderen Flüchtlinge. Assyrer, Griechen und Armenier. Nächster. Mardigian Arshalois, Nationalität armenisch, Alter 16. Keine mitreisenden Angehörigen. Genehmigt. Nächster. Ich war ja erst 16, also hatte man ein armenisches Ehepaar gefunden, die sich um mich kümmern sollten.
Sprecht mir nach. B, bed. 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 B, ball. Ball. Sehr gut. Schreibt es auf. Jetzt bat. Bat. Da waren Mädchen, die so schön an Nähmaschinen arbeiteten. Elektrische. Das hat mich interessiert. Ich mag es, schnell zu arbeiten, wisst ihr? Action. Ich wollte auch lernen, wie man eine Nähmaschine bedient. Mein Wunsch sollte sich erfüllen. Da ich keine Erfahrung hatte, musste ich mit einer mechanischen Maschine anfangen. Immer am letzten Tag, Samstag, gingen wir unseren Lohn abholen. Ich sagte ihm, Mr. Stone, ich werde streiken. Entweder Sie zahlen mir mehr oder ich streike. Er lachte und sagte, wie wollen Sie denn streiken? Naja, ich würde mir ein Plakat auf den Rücken hängen und damit vor der Fabrik rumlaufen. Wissen Sie noch, wie ich von meinem Bruder sprach, den ich nicht finden konnte? Das war das Erste, was ich dachte, als ich herkam. Dass nur noch er von meiner Familie übrig ist, lebendig. Wenn ich ihn finden könnte. Als ich mal bei ein paar Armeniern zu Besuch war, riefen sie die Zeitungen an, die Sun und Tribune. Dann kamen zwei Männer. Von der Zeitung? Ja, von den Zeitungen. Sun und Tribune. Für die haben sie geschrieben. Und sie wussten, wie man eine Suchanzeige nach meinem Bruder in den amerikanischen Zeitungen aufgibt. Meine armenischen Bekannten in New York organisierten ein Treffen. Sie luden Journalisten ein, die über die Suche nach meinem Bruder schreiben würden. Ich sagte, dass es mein größter Traum sei, ihn zu finden. Sie schrieben alles auf. Dann fragten sie mich, was mich mehr schmerzte. Der Mord an meiner Familie oder das Abschlachten meiner Nation? Das ist eine schwierige Frage, sagte ich. Die Menschen sind meine Nation. Ich sprach Armenisch, jemand übersetzte. Ich sagte, mein Volk ist meine Nation. Wenn meine Nation nicht mehr existiert, gibt es keine Armenier mehr. Mein Volk zu verlieren ist so schmerzhaft, wie meine Eltern zu verlieren. Thank you.
Am nächsten Tag wurden die Artikel veröffentlicht. Wenn nur Vahan oder jemand, der ihn kannte, sie sehen würde. Miss Ashalois, Sie ahnen gar nicht, wie wichtig Ihre Geschichte ist. Henry Gates war ein berühmter Reporter. Er half Near East Relief, der Organisation, die mich hergebracht hatte. Sie wollten 30 Millionen Dollar Spenden sammeln für christliche Flüchtlinge aus dem Osmanischen Reich. Er war überzeugt, dass die Amerikaner großzügig spenden würden, wenn meine Geschichte öffentlich würde. Es schauderte mich, wenn ich daran dachte, dass ich all das Grausame noch einmal erzählen sollte. Doch ich sagte zu. Ich hatte ja General Andranik versprochen, der Welt mitzuteilen, was unserem Volk widerfuhr. Und ich wollte natürlich Waisenkindern helfen. Ich war ja auch eines. Gates und seine Frau mieteten ein Hotelzimmer. Hier sollten wir an meiner Geschichte arbeiten. Ich war noch unter 18 und hatte schon einen Vormund. Aber das Ehepaar Gates meinte, für den Erfolg der Geschichte sei es besser, wenn das Sorgerecht auf sie übertragen würde. Sie wollten meinen Namen ändern in irgendwas Ausländisches. Ich sagte nein. Ihr wollt meine Geschichte nehmen und mir dann einen fremden Namen auf die Stirn stempeln. Ich bin Armenierin. Ihr nehmt meinen armenischen Namen, sonst bekommt ihr von mir keine Geschichte. Er sagte, mein Name wäre zu schwierig für die Amerikaner. Am Ende fanden wir einen Kompromiss. Mein Nachname blieb. Wir hängten nur eine Silbe dran, damit er besser auszusprechen war. Mein Vorname, Ashalois, bedeutete so viel wie Morgenröte. Also machten wir daraus Aurora. Dann gingen wir an die Arbeit. Täglich habe ich ihnen stundenlang auf Armenisch meine Geschichte erzählt. Ein Übersetzer half uns. Jede Woche erschien ein Teil in der Zeitung. Ich war überrascht, wie viel Interesse wir bekamen. Near East Relief wurde geradezu überflutet mit Spendengeldern. Als der letzte Teil meiner Geschichte erschien, erhielt ich eine Einladung. Sie kam aus Hollywood. Aus meiner Geschichte sollte ein Film werden. Das Ehepaar Gates war schon vorgereist nach Kalifornien. Ich sollte mit dem Zug nachkommen. Als ich zur Grand Central Station kam, waren da Hunderttausende auf den Straßen, denn gerade war die Nachricht reingekommen, dass der Krieg vorbei war. Nicht mal eine Nadel hätte mir irgendwo reingepasst. Alle waren voller Konfetti. Der Krieg war vorbei. Freiheit, jetzt. Sie hatten meine Fahrt mit einem Privatzug organisiert, in einem Salonwagen, der sollte mich nach Kalifornien bringen. Im Salonwagen saß eine Gruppe Schauspielerinnen. Ich hatte noch nie solche glamourösen Frauen gesehen. Thank you.
Als wir ankamen, war der Bahnsteig voller Reporter. Sie fotografierten mich vor lauter Blitzlicht, dann konnte ich beim Aussteigen gar nichts sehen. Für die Ankündigung, sagten sie. Danach ging es zum Alexandria Hotel. Die Gates nahmen mich mit auf ein Bankett. Mit dem sollte der Beginn der Dreharbeiten gefeiert werden. So viele Leute. Und alle wollten mich treffen. Reiche Geschäftsleute, sogar Filmstars. Es war komisch, auf einmal so im Mittelpunkt zu stehen. Dann lernte ich William Selig kennen, den Produzenten, der das erste Filmstudio in Hollywood gebaut hatte. Er sagte, ich hätte so viel Glück, er mache aus mir einen echten Star. Schätzchen, trink was. Das ist Whisky. Trink das. Die Vergangenheit kam hoch. Die Erinnerungen. Es war einfach alles zu viel. Was machte ich hier? Dann, wie aus dem Nichts, sah ich auf einmal ein bekanntes Gesicht. Ich habe ihn gefragt, was ist mit Ihren Händen passiert, Charlie Chaplin? Ihre Hände und Füße waren groß und jetzt sind sie klein. Was ist passiert? Alle um uns mussten lachen. Es heiterte mich wirklich auf, Charlie Chaplin zu treffen. Und ich entschied mich doch, in Mr. Seligs Büro zu gehen. Damit hatte meine Hollywood-Karriere begonnen. Sie zeigten mir den Ort, wo sie die ganze Kleidung aufbewahren. Untersuchten sie mir etwas aus. Ich sagte, nein, niemand von uns hatte sowas an. Sie fragten, was ich stattdessen tragen wolle. Ich sagte, eher sowas mit langen Ärmeln und schön bestickt. Sie machten die Kleidung ganz genau, wie ich sie beschrieben hatte. Darin wurde ich wieder zu Asha Lewis. Der Dreh war ein Albtraum. Die Erinnerungen schmerzten so sehr, es schnürte mir den Hals zu. Oh Mann, cut, cut! Stop filming! Aber ich hatte einen Auftrag und zwang mich durchzuhalten. Bis zu dem Tag, an dem ich stürzte. Ich brach mir den Knöchel. Die Schmerzen waren die Hölle. Ich konnte überhaupt nicht mehr gehen. Mr. Gates riet mir, immer fest aufzutreten. So würde es schneller heilen. Dann drehten wir weiter. Was bitteschön geht hier vor? Eine Frau erschien am Filmset, die ich nicht kannte. Sie stellte sich als Mrs. Harriman vor. Später erfuhr ich, dass sie die Öffentlichkeitsarbeit von Near East Relief leitete,
die auch den Film finanzierten. Wenn sich wegen ihr mein Dreh verzögert. Mrs. Harriman stoppte die gesamte Produktion und kümmerte sich persönlich um mich. Sie war einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt hatte. Wir standen uns sehr nah. 2 Wochen später drehte ich weiter, obwohl mein Knöchel noch nicht ganz verheilt war. Die Premiere des Films sollte zur selben Zeit stattfinden wie eine große Spendenveranstaltung für armenische Waisenkinder. Und Action! Ich wollte auf jeden Fall, dass der Film rechtzeitig fertig wird. Eines Tages tauchte Henry Morgenthau am Set auf. Er war US-Botschafter im Osmanischen Reich gewesen und er war der Erste, der die Amerikaner über die Massaker an den Armeniern aufklärte. Morgenthau war gekommen, um sich im Film selbst zu spielen. Vieles von dem, was man im Film sieht, ist so gar nicht passiert. Die Realität war zu grausam. Das hätte das amerikanische Publikum nicht ertragen. Ganz zivilisiert haben sie im Film eine Kreuzigung gezeigt. Das habe ich so nicht erzählt. In Wirklichkeit haben sie Pflöcke angespitzt. Damit haben sie die Frauen gepfählt. Der Stock ging einmal durch, die Köpfe hingen runter, die Körper sackten zusammen. So starben die Mädchen. Nach der Premiere gab es eine große Gala. Dort wurde die Gründung des amerikanischen Komitees für die Unabhängigkeit Armeniens verkündet. Die Organisation unterstützte den Plan von Präsident Wilson. Armenien sollte von den Türken befreit und unabhängig werden, unter dem Mandat und mit dem Schutz der Amerikaner. Meine Geschichte sollte zeigen, wie notwendig dieser Plan war. Die Gäste waren Industrielle, Wirtschaftsgrößen und Politiker. Manche aus dem Umfeld von Präsident Wilson, wie der Öltycoon Rockefeller. Ich lebte glücklich in unserem Dorf mit meiner Familie, bis es schnürte mir die Kehle zu. Ich wollte nur noch runter von der Bühne. Aber ich zwang mich zu bleiben. Wenn all diese Leute meine Geschichte direkt aus meinem Mund hörten, wären sie sicher noch eher bereit, Armenien zu unterstützen. So begann die Filmkampagne.
Was für eine Kampagne? Eine Fahrt. 30 Millionen Dollar für die Armenier, die geflüchtet waren, kein Essen hatten, keine Unterkunft, nichts. Wir machten eine Werbetour durch die Vereinigten Staaten. Kleine und große Städte, alle zeigten den Film. Manchmal gab es dort nicht mal ein Kino. Tausende kauften Tickets, um mich in echt zu sehen. Eine Filmvorführung kostete 10 Dollar, aber viele spendeten mehr. Oder sie kauften das Buch mit den Zeitungsartikeln meiner Geschichte. Es kam immer mehr Geld für die Waisen zusammen. Für die Washington Times. Miss Madigan, ja, wie lange leben Sie schon im Exil? Hunderte von Fragen. Jeden Tag. Ich beantwortete alle, wenn es nur meinem Volk half. Außerdem konnte ich die Reisen nutzen, um weiter nach meinem Bruder zu suchen. Die Hoffnung hielt mich aufrecht. Und doch fühlte sich die Tour endlos an. Ich war komplett erschöpft. Aber es musste weitergehen. Inzwischen gab es zwei Großmächte, die Pläne hatten für die Überreste meiner Heimat. Wilson wollte weiter ein amerikanisches Mandat für Armenien. Lenin wollte uns als Teil seines Sowjetimperiums. Währenddessen griffen die Türken unter Mustafa Kemal wieder zu den Waffen, um einen neuen türkischen Staat im Land unseres Leidens zu errichten. Ein ganzes Jahr ging die Tour nun schon. Erinnerungen und die Realität wurden eins. Jeden Tag wieder durchlebte ich, wie sie meine Schwester umbrachten. Wie ich die Leiche meiner Mutter fand, wie sie kleine Kinder erstickten, meine Verwandten abschlachteten, mein Volk vernichteten. Und immer noch keine Nachricht von meinem Bruder. Ständig hatte ich den Leichengeruch der Todesmärsche in der Nase. Tag und Nacht begleitete mich der blanke Horror. Wieder und wieder erzählte ich vor fremden Frauen, wie ich vergewaltigt worden war. Nichts von dem, was ich vergessen wollte, wurde ich los. Mich hielt nur aufrecht, dass mein Bruder Vahan lebte. Aber ich fand ihn nicht. Ladies und Gentlemen, begrüßen Sie Aurora Madigan. Gates tobte vor Wut. Er sagte, ich hätte alles verdorben. Ich hätte seine und meine Mission ruiniert. Er war ja mein Vormund und so entschied er, mich in ein Kloster zu schicken.
I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Aurora, für dich ist ein Brief gekommen. Meine liebste Nichte Arsha Luis, verzeih, dass dein Onkel so lange nicht geschrieben hat. Ich habe sogar hier in Beirut vom Erfolg deines Filmes gehört. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe nicht aufgehört, nach unserer Familie zu suchen und kann dir in diesem Brief etwas Unglaubliches mitteilen. Ich habe Arusiak in Aleppo gefunden. Durch Gottes Gnade ist sie nicht im Euphrat ertrunken, sondern hat überlebt. Ich habe ihr Papiere besorgt und werde sie bald nach Amerika schicken. Alles Liebe, ich vermisse dich, dein Onkel Hassan. Meine Arusiak, sie lebte und sie kam nach Amerika. Ich konnte unmöglich länger im Kloster bleiben, also brach ich auf nach New York zu Mrs. Harriman. Hallo, Miss Aurora. Guten Tag. Kommen Sie rein. Danke. Ist Mrs. Harriman da? Nein, aber sie müsste in ein paar Stunden zurück sein. Kommen Sie. Mrs. Harriman war der einzige Mensch, dem ich vertraute. Bei ihr fühlte ich mich sicher, hatte das Gefühl, ich könne ihr alles sagen. Dann sah ich den Artikel in der Zeitung. Es war ein Schock. Der US-Senat hatte Wilsons Mandat für Armenien abgelehnt. Das hieß, Amerika würde sich nicht für die Gründung eines unabhängigen armenischen Nationalstaats einsetzen. Gleichzeitig bahnten sich Mustafa Kemals Truppen mordend ihren Weg durch armenische Gebiete, um einen neuen türkischen Staat zu errichten. Wieder war die Hoffnung auf ein freies Armenien verloren. Aurora, wie schön, dich zu sehen. Was ist los? Was bringt dich hier? Ist was passiert? Meine Schwester hat überlebt. Sie ist auf dem Weg nach Amerika. Arusiak ist nicht ertrunken. Wie wunderbar. Warum bist du so aufgelöst? Ich bin aus dem Kloster weggelaufen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich verstehe nicht. Was für ein Kloster? Wovon redest du? Mrs. Harriman und im Grunde ganz Amerika dachten, ich sei immer noch mit dem Film auf Tour. Ich war bei Filmvorführungen und machte Publikumsgespräche. Es stellte sich heraus, dass Gates mehrere Mädchen angeheuert hatte, die vorgaben, ich zu sein. Das Ehepaar Gates hatte immer gesagt, ich gehörte zur Familie. Ich fühlte mich so betrogen. Am nächsten Morgen sagte Mrs. Harriman, sie wolle mir etwas zeigen.
Wir fuhren ins Büro von Near East Relief.
Man hätte die Türken sofort nach dem Ersten Weltkrieg bestrafen und zur Rechenschaft ziehen sollen. Wäre das passiert, hätte es das Massaker an den Juden nie gegeben. Die Deutschen hätten die Juden nie ermordet. Sie haben sich gesagt, was soll's? Bei den Armeniern sind die Barbaren, die Türken, auch damit durchgekommen. Also können wir das Gleiche tun, so ist das. Und auch jetzt noch will ich nicht, dass die Türken mit Gewehren und Schwertern ermordet werden. Die Türken müssen moralisch auf die Anklagebank gebracht werden. Wie sagt man das? Die Anklagebank, auf der man sie befragt und verurteilt. So muss man es tun. Nicht mit Gewehren und Schwertern. Davon halte ich nichts.